Willkommen zurück zu dem letzten Punkt, heute am letzten Tag von 2021. Und ganz in meinem Sinne und in deinem Sinne auch, es geht darum, Spaß zu haben, zu feiern, das Leben zu genießen. Und dazu findest du jetzt ein paar Tipps hier in diesem Video. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach. Und wenn du mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Geschäftsentwicklung wissen willst, dann schreib mir gerne was in die Kommentare, abonniere mein Kanal, da gibt es immer regelmäßig Tipps zu diesem Thema. Und setz auch gerne die Glocke, dass du in Zukunft alarmiert wirst. Ja, das Thema Nummer eins, was uns momentan oder vielen und meist, den meisten Menschen schwerfällt, ist trotz den ganzen negativen Energien, den miserablen, unmenschlichen Umständen, die aktuell in dieser Welt passieren, trotzdem noch in der Freude zu bleiben, in ja, dieser Herzenswärme zu leben. Worum es geht, glaube ich, im menschlichen Dasein, dass man aus seinem Herz heraus lebt und den Verstand eher zurückschaltet. Was ist dazu notwendig und wie kannst du es auch schaffen? Weil ich da dachte auch nicht mehr daran, dass ich irgendwann mal nochmal aus meiner Einsamkeit, obwohl ich in einer Beziehung war, ich habe mich aber nicht verstanden gefühlt, keine Lebensfreude mehr gefühlt, ich war total platt. Überwältigt. Die Geburt meiner Tochter hat leider auch nicht viel geändert an meinem persönlichen Zustand. Ich konnte keine Liebe für sie ausdrücken. Ich habe sie nicht gespürt, obwohl das beste Geschenk war, was mir jemals passiert ist und der eigentlich glücklichste Moment war in meinem Leben, die Geburt von ihr. Trotzdem hat sich irgendwie alles leer angefühlt. Es hat sich blockiert gefühlt. Es hat sich angefühlt, als hätte ich eine riesen Last noch auf meinen Schultern und ich wusste nicht, wie ich sie ablegen sollte. Ich habe es schon teilweise angesprochen in den ersten 9 Punkten und ich hoffe, du hast sie angeschaut. Aber es geht darum, dass du im Leben wieder zu deinen Kräften kommst. Wie kommst du zu deinen Kräften? Angefangen ist es damit, dass du wieder in dich investierst, indem du dir sagst, ich bin mir wertvoll, ich bin es mir wert, dass ich Geld investiere, dass ich bessere Nahrung in mich investiere, um in einen höheren Zustand zu kommen, in meine Kräfte wieder zu kommen, um morgens wieder aufzuwachen und keine Krämpfe zu haben oder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, weil ich, wenn ich daran denke, was ich alles zu tun habe heute oder dass ich in die Arbeit gehen muss, die mir gar keinen Spaß macht oder mit Menschen zusammenlebe, die ich eigentlich gar nicht liebe oder die mich auch nicht lieben, dann gilt es darum, wirklich zu sagen, einmal den Schlussstrich zu ziehen und jetzt sagen, hey, es reicht jetzt, ich darf jetzt was ändern in meinem Leben, kann ich machen, wo habe ich die direkte Kontrolle drüber. Dann kommst du nämlich in die Eigenverantwortung. Und wenn du in der Eigenverantwortung bist, dann kannst du auch wieder von Herzen Spaß haben, dann kannst du lachen, dann kannst du rausgehen, dann kannst du wieder auch dein inneres Kind erstmal erkennen, akzeptieren und auch es ausleben lassen, weil was wollen unsere inneren Kinder, was wollen wir selbst? Wir wollen kreativ sein, wir wollen uns zeigen, wir wollen helfen, wir wollen Spaß haben im Leben, wir wollen unsere Freude teilen. Wir wollen nicht eingeschlossen sein in uns selbst, in unserer Wohnung, sondern wir wollen rausgehen, wir wollen andere treffen, wir wollen uns mit Gleichgesinnten austauschen. Wir wollen einfach frei sein. Und diese Freiheit bekommst du, indem du erstmal, wie schon gesagt, bei dir selbst anfängst, in dich investierst, zu deinen Kräften zurückkommst, in deine Herzensenergie, die Herzensenergie spürst wieder. Dafür ist es wichtig, dass du wieder zur Ruhe kommst, dass du meditierst, dass du deine Position im Leben einnimmst als Führer, als Anführer und nicht als Opfer. Und nicht, ich meine nicht als Anführer oder Führer von anderen Leuten, sondern von dir selbst. Du brauchst diese ja, Bestätigung, dass du dein Leben erschaffen kannst. Und das fängt bei deinen Gedanken an. Die Gedanken dürfen sich fokussieren auf deine Ziele. Ich habe gleich zum ersten Punkt darüber gesprochen. Es geht darum, deine Ziele so zu stecken, dass sie inspirierend sind, dass sie als Köder wirken. Ich nenne mal das so, vielleicht kennst du auch diese Karikatur, wo ein Eselhirte seine Esel wegtreiben will oder mit ihnen reiten will und er setzt sich drauf. Und wie bringt man einen Esel am besten zum Laufen, indem man ihn mit etwas lockt? Also hat er in so einer Angelrute eine Karotte und die Karotte baumelt die ganze Zeit vom Gesicht des Esels und er versucht die Karotte zu schnappen und dadurch begibt er sich in Bewegung und kommt ins Laufen. Und deswegen, so sehe ich das ähnlich mit den Zielen. Die Ziele sind nicht dazu da,
dass du sie als abgeschlossen siehst, wenn du sie erreicht hast. Nein, es geht darum, solche Ziele zu setzen, die vielleicht etwas länger dauern, bis du sie erreicht hast, aber du merkst, wie sehr du darin aufgehst, indem du tust, was zu tun ist, um diese Ziele zu erreichen. Der Erfolg an sich ist nur eine Konsequenz aus dem, was du bist und was du tust. Und wenn du einen Prozess gefunden hast, wenn du einen Plan hast, der es dir ermöglicht, diesen Zielen zu folgen und von denen auch ja, überzeugt bist, der erfolgsversprechend ist, der auch schon angewandt wurde, deinen Weg zu gehen und deine Ziele zu kommen und näher zu gehen, dann ist es für mich der ultimative Spaß, der wieder zurückkommt in dein Leben, die Freude, die du spürst, wenn du merkst, jeden Tag, wenn ich ein bisschen was mache, dann fühle ich mich schon besser. Ich gehe abends mit einem ganz anderen Gefühl ins Bett, weil ich wieder was erreicht habe. Immer nur dieses kleine, ja, 1% am Tag zusätzlich drauf zu schippen zum Vortag, in dieser Verbesserungsmentalität zu sein, dass es immer noch ein bisschen mehr möglich ist, dass ich immer mich noch ein bisschen mehr pushe und schaue mal, was ich noch fähig bin, weil ich weiß, dass da innerlich noch was am Unerfülltes ist, noch was am Brodeln ist, dann macht es für mich Spaß. Das ist das, was das Leben lebenswert macht, indem ich das Maximale daraus raushole, maximal viel Spaß habe in meinem Sein, in dem, was ich tue, in meinen Fähigkeiten, meine Stärken noch mehr zu verstärken und noch mehr in meine Stärke zu kommen und zu verstehen, wer ich wirklich bin. Das ist der Sinn und Zweck von einem Ziel. Das ist der Sinn und Zweck, sich Vorsätze zu setzen. Das ist der Sinn und Zweck, dass du dir sagst, heute entscheide ich, dass 2022 mein bestes Jahr wird. Und wenn dir das möglich ist, dann kann ich eigentlich nichts mehr aufhalten, wenn du diese Klarheit hast, wenn du diesen Willen hast und den Glauben, dass es alles möglich ist, dass diese Vorsätze dieses Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr ab morgen realisierbar sind, machbar sind, dann wird dein Leben wirklich zu einem spaßigen, freudvollen, genialen Werk und du bist der Schöpfer davon. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Serie hat dir geholfen. Ich würde mich freuen über ein Feedback von dir. Abonnement, was auch immer du machen willst. Hauptsache, du reagierst, dass ich weiß, was dir gefallen hat, dass ich mich in Zukunft noch verbessern kann, noch mehr auf deine Bedürfnisse eingehen kann. Es würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Danke nochmal fürs Zuschauen. Alles Gute für das nächste Jahr. Viel Erfolg und alles Liebe. Dein Martin. Ciao.